74.500 File-Sharing-Abmahnungen sollen alleine im Jahr 2014 verschickt worden sein. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wie die meisten von euch wissen, haben wir hier schon seit einigen Jahren schwere Kämpfe gegen die File-Sharing-Abmahnungen geführt, unter anderem auch einige Verfahren vor dem Bundesgerichtshof. Und wir berichten auch immer wieder über das Abmahnaufkommen in Gänze. Und da gibt es die berühmt-berüchtigte Statistik der Interessensgemeinschaft gegen den Abmahnwahn. Die ist zwar nie ganz genau, aber sie hat zumindest eine gute Tendenz dahingehend, wie viel gerade in Deutschland Tauschbörsennutzer abgemahnt werden. Und die aktuellen Zahlen sind gerade veröffentlicht worden. 74.500 Abmahnungen sollen alleine in 2014 verschickt worden sein. Das ist zwar ein Rückgang um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr. Und wir hatten auch Jahre, ich glaube 2010 oder 2011, da soll eine 250.000 Abmahnungen verschickt worden sein. Aber immerhin noch eine ganze Menge Abmahnungen, die wegen Tauschbörsen verschickt worden sind. Was auch interessant ist, es sind nicht mehr 72 Kanzleien, die solche Abmahnungen verschicken, sondern im letzten Jahr waren es nur noch 15. Das liegt auch daran, dass kaum eine Kanzlei die Manpower und die Logistik hat, um dieses Abmahnwesen professionell in Anführungsstrichen durchführen zu können. Wer das sehr professionell macht, ist die Kanzlei Waldorf Frommer. Das ist eine Kanzlei in München, die auch seit der ersten Stunde mit dabei ist, viele Filmproduktionsgesellschaften vertritt, viele Musikproduktionsgesellschaften vertritt und da eigentlich so die ganzen Großen der Szene vertritt. Und nach Auswertung der Interessensgemeinschaft gegen den Abmahnwahn hat Waldorf Frommer fast 50% aller Abmahnungen verschickt. Ich kann das ja immer überprüfen zu dem, was hier bei uns in der Kanzlei ankommt. Und ich kann sagen, dass die Zahlen ungefähr stimmen. Mit Abstand die meiste Anzahl an Abmahnungen kommt von der Kanzlei Waldorf Frommer. Und auch prozentual die meisten Klagen kommen von der Kanzlei Waldorf Frommer aus München. Die haben also das System ziemlich professionalisiert. Viele andere machen es so, dass sie nur Abmahnungen verschicken, nicht weiter nachfassen. Und wenn dann Klagen kommen, diese auch noch so schlecht begründet sind, dass man gute Chancen hat, sich dagegen zu verteidigen. Aus der Statistik geht auch hervor, was abgemahnt wird. 80% sind Filmwerke. Da gibt es also eine klare Verschiebung. Früher war viel Musik, was runtergeladen worden ist. Offenbar haben Flatrates wie die Spotify Flatrate dazu geführt, dass viele Leute sich gar keine Musik mehr runterladen, sondern nur noch Filme. Und innerhalb dieses Filmsegments sind es insbesondere Serien, die zu einer Abmahnung führen. Und das ist besonders gefährlich, denn auch das erleben wir hier aus eigener Erfahrung. Bei Serien gibt es nicht nur eine Abmahnung, sondern schön für jeden Teil der Serie immer noch weiter Folgeabmahnungen. Und dazu haben wir hier mal ein eigenes Video gemacht, wozu das führen kann. Aber das bestätigt auch nochmal die Statistik, dass Serien hier eins der meist abgemahnten Forderungen sind. Die durchschnittliche Forderungssumme von Waldorf Frommer lag im Jahr 2014 bei 738 Euro für eine TV-Serie. Aber wie gesagt, teilweise könnten da noch weitere Abmahnungen folgen, wenn man noch weitere Serienteile auch getauscht hat. Was gab es dort sonst noch im Rahmen der Auswertung? Ach ja, die Kanzlei Deine Sebastian hat noch relativ viel abgemahnt, die Kanzlei Fahretz abgemahnt. Man sagt hier, Kanzlei Fahretz soll angeblich um die 7.000 Schreiben verschickt haben, Deine Sebastian 3.000 Schreiben. Also wesentlich weniger jedenfalls, als Waldorf Frommer verschickt hat. Das ist dann nur noch ein Bruchteil, den sich die anderen 15 Kanzleien am Markt aufteilen. Neuer Trend bei den Abmahnungen, auch das kommt da ein bisschen zum Vorschein, ist Popcorn Time. Popcorn Time haben wir hier schon öfter erwähnt. Wen das interessiert, der kann hier sich das näher anschauen. Da geht es um Streaming, was so ein bisschen aussieht wie, oder es geht um Tauschbörsen, die aussehen wie Streaming. So ist es korrekt und auch da drohen Abmahnungen. Deswegen sehen wir hier persönlich jetzt auch gerade wieder in 2015 ein Anziehen der Abmahnungen. Also jahrelangen Abfallen, jetzt gerade der Turnaround. Ende letzten Jahres ist Popcorn Time richtig populär geworden und jetzt geht es wieder nach oben, weil die Leute denken, sie würden streamen. Also passt auf, es sind immer noch massig Abmahnungen
die verschickt werden. Das ist längst nicht mehr so viel, wie es früher mal war, aber immer noch eine ganz hohe Zahl, die da Privatnutzer trifft. Und 700 bis 1000 Euro ist dann auch ein Batzen Geld. Insofern muss man immer im Einzelfall schauen, ob man hier was gegen tun kann. Man kann was tun. Mittlerweile gewinnen wir einige Verfahren. Hier seht ihr Videos von gewonnenen Verfahren. Aber das muss man eben im Einzelfall besprechen. Falls euch das Thema betrifft, ruft einfach an. Wir können euch eine Ersteinschätzung sehr schnell am Telefon geben und dann auch sagen, kann man hier was tun oder kann man nichts tun in der Sache und lohnt sich ein anwaltliches Vorgehen oder nicht. Ich hoffe, euch ist das nicht passiert und ihr konntet einfach nur das Video genießen und euch ein bisschen berieseln lassen von diesen wahnsinnigen Abmahnzahlen am Markt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss und gerne bis dahin.